Sie hatten ja im Vorfeld einige Fragen übermittelt. Ich vertrete hier natürlich die Grundsatzabteilung des Ministeriums. Wir sind tatsächlich sehr stark aktuell in diese Fragen des Krisenmanagements auch eingebunden. Insofern habe ich jetzt tatsächlich also zu den Fragen, die Sie da übermittelt haben, wo und wie setzt die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung im Moment an in der aktuellen Situation? Wir sind in dieser, müssen mit den ökonomischen Folgen des Krieges hier umgehen und es gibt auch sonst natürlich einige Umbrüche, die gerade anstehen. Also wo setzt die Wirtschaftspolitik an? Kann die Energieversorgung ganz akut natürlich eine ganz wichtige Frage für Privathaushalte und Industrie sichergestellt werden? Und wie geht die Bundesregierung mit der Inflation um? Wie reagiert die Bundesregierung auf die Inflation? Wir alle haben die Worte des Bundeskanzlers gehört, tatsächlich, wir erleben eine Zeitenwende und das ist tatsächlich, da geht es nicht nur um den Wehretat und die Frage von Waffenlieferungen, sondern natürlich auch um den gesamtwirtschaftlichen Rahmen, in dem wir gerade operieren. Das ist jetzt spätestens seit dem 24. Februar noch virulenter geworden. Wir haben also nicht nur die erheblichen, ohnehin schon erheblichen gesellschaftlichen Herausforderungen, der Demografie, der Alterung der Bevölkerung und die Herausforderung, die Klimaschutzziele zu erreichen. Das Thema Transformation ist tatsächlich nochmal durch den Krieg jetzt, hat nochmal einen ganz deutlichen Push bekommen. Der Handel global schon in der Corona-Pandemie fragiler geworden, steht jetzt nochmal unter geopolitischen Vorzeichen. Und damit einher geht jetzt eben auch die gestiegene Inflationsrate. Die europäische Geldpolitik steht vor zusätzlichen Herausforderungen und stellt eben auch die EU-Mitgliedstaaten vor ganz, noch mal stärkere Probleme. Ich will jetzt hier aber keine Weltuntergangsrhetorik oder so etwas verbreiten. Wir brauchen tatsächlich sehr starke gemeinsame Anstrengungen. Denn was, glaube ich, auch inzwischen deutlich geworden ist, selbst wenn wir auf Wachstumskurs bleiben, werden wir tatsächlich einen Teil unseres Wohlstands in dieser aktuellen Entwicklung einbüßen. Wir müssen einbüßen, wir werden mehr Geld aufbringen müssen, um den Energiebedarf in Deutschland zu decken. Der Euro hat seit Januar um 10% an Wert verloren und wir alle erleben reale Kaufkraftverluste zurzeit. Im Moment ist Deutschland noch in der Lage, wir sind in der Lage, diese Entwicklung abzufedern. Es gab schon Entlastungspakete, wir zahlen die höheren Importpreise, aber das alles wird natürlich nicht spurlos bleiben. Ja, was machen wir jetzt ganz konkret, wenn es gerade um die Energieversorgung geht? Das ist, glaube ich, tatsächlich auch jetzt nochmal das aktuell, glaube ich, auch am intensivsten diskutierte Thema. Ausgangspunkt ist, dass wir weiterhin tatsächlich, ich muss sagen, das nochmal ganz deutlich auch, wir haben tatsächlich noch keine Engpässe wirklich in der Versorgung bei Gas, Kohle oder Erdöl. Es gibt sehr große Anstrengungen, die Abhängigkeit von Russland bei Energierohstoffen so rasch wie möglich zu reduzieren. Das ganz große Thema ist das Gas. Verbrauch von Erdgas in Deutschland, abhängig natürlich von der Witterung und auch von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der Konjunktur, der liegt bei etwa 1.000 Terawattstunden oder auch 96 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Und davon stammten in der Vergangenheit eben mehr als die Hälfte, rund 55%, aus Russland. Und dieser Anteil ist bereits im ersten Quartal, der Anteil der russischen Erdgasimporte, auf unter 40% gesunken. Aktuell im Juni, Ende Juni, lag er bei ca. 26%. Also es ist schon deutlich etwas passiert. Im Moment erleben wir eben auch mit Nord Stream 1 eine Verschärfung der Lage. Aber auch hier gilt, aktuell haben wir auch dann noch Versorgungssicherheit, wenn kein russisches Gas mehr geliefert wird. Die aktuelle Speichersituation 65%, auch das findet man in der Presse in Verbindung mit den Importen, die wir bei LNG haben, reichen aus, um nochmal bis zu Beginn der Heizperiode hier alle Verbraucher zu versorgen. Also selbst dann, wenn jetzt akut die Lieferungen aus Russland ausbleiben sollten. Aber auch mit Blick auf den Herbst und den Winter ist es natürlich wichtig, alles zu unternehmen, um diese Neubefüllung der Erdgasspeicher sicherzustellen und auch Maßnahmen vorzubereiten und auch zu implementieren, die zu einer Reduktion des Gasverbrauchs führen.
Das BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, ergreift jetzt verschiedene Maßnahmen, um die Erdgasspeicher weiter zu befüllen. Es gab eben die Gas oder es gibt die Gasreduktion im Stromsektor, das Ersatzkraftwerke Bereithaltungsgesetz, so heißt es, und die Verordnung zum Abruf der Gasersatzreserve sind jetzt in Kraft getreten in der vergangenen Woche. Und damit können Kraftwerke, die mit Steinkohle und Mineralöl betrieben werden und die bisher zur Netzreserve gehörten, also bis Ende April 2023 befristet am Strommarkt teilnehmen. Es wird vorbereitet ein Auktionsprogramm für Unternehmen zur Einsparung von Gas. Also Unternehmen, die bereit sind, auf Gasverbrauch zu verzichten, können dafür in einer Auktion dann auch entsprechend entgolten werden. Da ist die Bundesnetzagentur dran. Die Einspeicherung wird gestärkt. Es ist gelungen, die Speicher zu stabilisieren und wieder zu befüllen. Ich hatte es gerade schon gesagt, der aktuelle Gas-Speicherfüllstand liegt bei ungefähr 65%. Das ist schon vom Stand 17. Juli. Und der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe hat von der Bundesregierung noch einmal Liquidität bekommen, um diese Gaseinspeicherung auch sicherzustellen. Parallel laufen eben die Arbeiten an alternativen Bezugsquellen unter Hochdruck. Da geht es eben um die LNG-Infrastruktur. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat heute in der Presse. Hat unser Minister nochmal darauf hingewiesen, dass jetzt bei den LNG-Terminals es einen Fortschritt gibt. Es ist jetzt entschieden, also es soll 4 Standorte geben für diese schwimmenden Flüssigerdgas-Terminals, die zur Verfügung stehen sollen. Als das dritte Terminal geht jetzt nach Stade, das vierte nach Lubmin. Ab Mai sollen die verfügbar sein, ich glaube, ab Ende des nächsten Jahres einsetzbar, Wilhelmshaven und Brunsbüttel eben deutlich früher. Ganz akut, auch das findet man in der Presse, ist das Wirtschaftsministerium ganz intensiv daran, die Importe zu stabilisieren. Da gibt es zu stabilisieren, und zwar geht es da um die Ersatzbeschaffung. Soweit eben russische Lieferungen ausfallen, müssen Mengen neu beschafft werden. Das ist im Moment am Spotmarkt nur zu deutlich erhöhten Preisen möglich, zu sehr stark erhöhten Preisen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Geht das einher, diese deutlich erhöhten Preise gehen damit einher, dass Unternehmen, die im Terminhandel unterwegs sind, erhöhte Sicherheitsleistungen erbringen müssen, das sogenannte Margining. Und dafür gibt es einen Rettungsschirm, den die Bundesregierung da zur Verfügung stellt. Dann steht natürlich vor allen Dingen Uniper vor großen Herausforderungen. Also Uniper ist besonders stark, also mit einem Portfolio von 400 Terawattstunden. Insgesamt steht Uniper für 40% des deutschen Gasbezugs und bekommt eben einen sehr großen Anteil aus Russland und hat seit Mitte Juni nur noch 40% des vertraglich zugesicherten Gasvolumens aus Russland erhalten. Und seitdem jetzt diese regulären Reparaturarbeiten am 11. Juli begonnen haben, fließt derzeit gar kein Gas mehr. Wir alle schauen natürlich intensiv gerade auf alle Äußerungen von Herrn Putin, die durchaus schwankend interpretiert werden, ob jetzt morgen oder im Laufe der nächsten Woche die Gaslieferungen zum Teil oder voll oder auch gar nicht wieder aufgenommen werden. Das werden wir sehen. Aber an der Stelle ist tatsächlich die Herausforderung, jetzt Uniper zu stabilisieren. Und dazu gibt es sehr konstruktive Verhandlungen mit dem Unternehmen selbst und auch mit dem finnischen Mehrheitseigentümer Fortum, um da Eckpunkte für eine solche Stabilisierung festzulegen. In diesem Kontext hat die Bundesregierung das sogenannte Energiesicherungsgesetz aktualisiert. Ist tatsächlich über die ganze Kette von den Importeuren bis hin zu den Stadtwerken ist natürlich wichtig, dass die erhöhten Preise, die die Energieversorger zahlen müssen, weitergegeben werden können.
an die Unternehmen und auch an die privaten Kunden mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Aber es gibt tatsächlich unter den Experten eine sehr klare Aussage, dass es wichtig ist, diese Preisweitergabe zu ermöglichen. Unter anderem auch, also das Preissignal muss eben einfach ankommen, damit entsprechend auch das Verhalten angepasst wird. Das ist sehr schmerzhaft und wird deshalb auch intensiv flankiert durch zielgerichtete Entlastungsmaßnahmen, einfach vor allen Dingen, um die Überlastung der privaten Haushalte zu vermeiden. Und auch die Unternehmen sind natürlich da sehr, sehr stark belastet. Es gab schon zu Beginn des Jahres erste Entlastungspakete, noch mit Blick auch auf die angezogene Inflation. Die EEG-Umlage ist abgesenkt oder abgeschafft worden. Es gab eine Reihe von Zuschüssen, vor allen Dingen für Transferleistungsempfänger. Besonders im Blick sind natürlich dort die Menschen, die wenig Geld verdienen und mit wenig Geld auskommen müssen. Sie alle kennen die Maßnahmen, die Energiesteuersenkung auf Kraftstoffe, dann die Energiepreispauschale für alle einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen. Es gab den Kinderbonus 100 Euro, es gab gibt die 9-Euro-Tickets. Für einkommensschwächere Haushalte einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 270 Euro für Wohngeldbeziehende, Einmalzahlungen für Sozialleistungsempfangende von 200 Euro und so weiter. Also eine ganze Reihe von Dingen. Auch für Unternehmen ist da schon einiges getan worden, im Kontext auch des vierten Corona-Steuerhilfegesetzes. Das muss man eben auch sehen. Wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg von der einen in die nächste Krise, aber in dem Kontext ist die Verlustverrechnung erweitert worden und auch die degressive Abschreibung ist um ein Jahr verlängert worden, noch für 2022 gilt sie. Also das sind so Dinge, die auch für die Unternehmen schon da in den Blick genommen worden sind. Und daneben gibt es weitere Maßnahmen im Bereich auch der Wettbewerbskontrolle und auch der Energieeinsparung. Dann gab es nochmal am 8. April ein umfassendes Maßnahmenpaket, das sogenannte Schutzschild, für die vom Krieg betroffenen Unternehmen. Da ist das KfW-Kreditprogramm angepasst worden, Wirtschaftsprogramme erweitert. Es gibt ein Programm zur temporären Kostendämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs. Das ist gerade scharf gestellt worden. Das gilt für die besonders energieintensiven Unternehmen. Da dürften ihre Firmen wahrscheinlich vielfältig mit dabei sein. Und die anderen Maßnahmen hatte ich auch schon genannt, das Margining, die Eigenkapital- und Hybridkapitalhilfen. Das ist all das, was im Moment kurzfristig passiert ist. Die Diskussion läuft weiter, vor allen Dingen die Diskussion zu den Entlastungspaketen. Und für die mittlere Frist, auch da muss natürlich die Bundesregierung die weitere Entwicklung mit Blick auf die Transformation in den Blick nehmen. Es gibt ein umfassendes Paket zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und natürlich auch den Wasserstoffhochlauf. Das ist aber etwas, wie gesagt, das ist keine akute Krisenbewältigung. Das geht dann schon Richtung Transformation. Vielleicht nochmal zum Aspekt Inflation. Was macht die Bundesregierung da? Das ist natürlich immer auch eine interessante Frage. Wir haben natürlich mit dem ersten Entlastungspaket, ich habe das eben genannt, 9-Euro-Ticket, Kraftstoffsteuer und so weiter, da ist es zumindest gelungen, die Preisdynamik in Deutschland die Preissteigerungsdynamik etwas zu brechen. Also die Berechnungen zeigen, dass diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, die Inflation in Deutschland um 1 Prozentpunkt immerhin zu senken. Nichtsdestotrotz liegt sie weiterhin deutlich über 7%, ist sehr, sehr hoch. Und ist völlig klar, das ist natürlich nicht nachhaltig, aber da kommt das große Aber, es ist natürlich primäre Aufgabe der Europäischen Zentralbank, die ihre Entscheidungen unabhängig trifft. Und Bundesregierung hält sich ja in der Regel auch in der Regel auch gegenüber der EZB dann sehr stark zurück. Es gibt einen intensiven Austausch mit den Sozialpartnern und mit der Wissenschaft, um zu einer gemeinsamen Analyse der Lage zu kommen und auch gemeinsam über Maßnahmen zu sprechen. Das wird Ihnen auch bekannt sein. Der Kanzler hat eingeladen zu einem Auftakttreffen zur konzertierten Aktion und hat eben Gewerkschaften und Verbände auch entsprechend um Vorschläge und um Anregungen gebeten. In dieser Diskussion sind Sie natürlich sicherlich auch mit dabei.
Was macht die Bundesregierung noch mittel- und langfristig? Also ich hatte die Herausforderungen schon genannt, demografische Entwicklung, Transformation und so weiter. Also wir brauchen tatsächlich, wenn es um Klimaschutz, Alterung und auch um die neue geopolitische Lage geht, ein hohes Engagement aller Beteiligten. Und die Bundesregierung hat eben hier die Rolle, ja, durchaus einer progressiven Angebotspolitik bestehende Hürden da aus dem Weg zu räumen für gemeinsame Kraftanstrengungen. Das betrifft das weite Feld eben auch der Fach- und Arbeitskräfte. Da geht es um inländische Potenziale, aber auch um Potenziale aus dem Ausland, um Weiterbildung, um die Modernisierung von Staat und Bürokratie, um Digitalisierung. Da sind wir dann wirklich im ganz großen Feld der breiten Wirtschaftspolitik. Und dabei eben auch wichtig, der aktuellen Bundesregierung ist es wichtig, da eben nicht nur auf das reine Wirtschaftswachstum zu schauen, das haben wir im Jahreswirtschaftsbericht auch deutlich gemacht, sondern auch das Soziale und Ökologische da gleichberechtigt mit in den Blick zu nehmen. Von der ganz großen Schiene nochmal zurück, also in der Abteilung, in der ich hier arbeite, sind wir tatsächlich betroffen in Bezug auf die Regionalstrukturpolitik, auf das Vergaberecht und auf das Wettbewerbs- und Kartellrecht. Das sind dann tatsächlich eher eingeschränkte Bereiche. Aber das vielleicht mal also als erster Aufschlag zu den breiten Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik. Und danke für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Diskussion.